Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute verlassen wir Kroatien wieder. Allerdings nicht ohne den Besuch zweier weiterer schöner Flugplätze. Der erste Abschnitt führt uns zum Flugplatz Vsar. Schwer aussprechbar, aber dafür sehr idyllisch gelegen an einem Fjord, der hier fast 10 Kilometer ins Landesinnere hineinragt. Wir bekommen allerdings nicht die erbetene Route genehmigt. Eigentlich wollen wir die Kvarner Bucht Richtung Medulin kreuzen und dann der Küste Istriens nach Norden folgen. Und obwohl wir das in unseren Flugplänen auch so eingetragen haben, bekommen wir das leider nicht genehmigt. Wir sollen stattdessen der Insel Zres nach Norden folgen und die Kontrollzone von Pula anschließend nördlich umfliegen. Ein Umweg, der leider auch noch landschaftlich weniger interessant ist. An dieser Stelle müssen wir eigentlich direkt den Flugplatz Vsar ansteuern. Das würde aber bedeuten, dass wir das wunderschöne Städtchen Rovinje nicht zu sehen bekommen. Also frage ich den Lotsen nach einem kurzen Sightseeing-Turn um die Stadt und zu meiner Überraschung bekomme ich das sogar genehmigt. Genießen wir also eine der schönsten Küstenabschnitte Istriens. Heute ist es nahezu unvorstellbar, dass diese Gegend zur Zeit der Habsburg-Monarchie österreichische Küstenlandschaft war. Seitdem hat es hier viele Umbrüche gegeben. Aber die Schönheit und Attraktivität der Landschaft ist geblieben. Thank you.
Der zweite Abschnitt führt uns in lediglich 15 Flugminuten nach Pula. Wir nutzen den beliebten Regionalflughafen als Port of Entry und erledigen dort unsere Zollformalitäten. Ein letztes Mal zeigt sich die kroatische Küste von ihrer schönsten Seite. Thank you.
Wir fliegen nun quer durch Slowenien und Kärnten und nehmen nach einem kleinen Bogen um das Naturschutzgebiet Hohe Tauern Kurs auf Zell am See. Die österreichische Flugsicherung lässt uns nach Anfrage durch den Delta-Luftraum fliegen, sodass wir in einer konstanten Höhe bleiben können.